Ja, vor allem, weil du den Geschmack beurteilen kannst. Das sind die guten Müllkekse, die kannst du nicht verkaufen. Obwohl, warum Genau. sitzt du denn heute diesmal hier? Ja, klar. Hey, ich habe nur gerade überlegt, was ich heute tun soll. Ich bin es nicht gewöhnt, so viel Freizeit zu haben. Also ich habe gerade 30 Köder Arbeiten gesammelt. sollte. Knutschi-Knutsch! Kannst du deine Schlampe jetzt bitte mal zum Arbeiten 1000 legen? G. Oh, die Der ist, sie Schlampe. sagt, sie hat nichts zu Lumi. tun, dann soll sie halt Nix, mal arbeiten. Schlampe. Ich geb dir Lumi gleich. ist Die eifersüchtig. luckert hier auf unserem Hof rum, ja, und macht nichts, Die außer für dich Lunge, die die Beine nicht rum, die wurde von mir eingeladen. Das ist mein Haus. breit. Geb dir gleich Lunge rum. Geile Scheiße. Zickenterror. Das war nicht Blumentanz? Ja. Habe ich gestern nicht Zickenterror. verpasst, ja. Mit dir will ich auf jeden Fall nicht tanzen, ja? Lumi, tanzt du mit mir? Das ist Nee, ich tanze mit Pennys Schrift. Ich möchte Sebastian. allen etwas schenken, das sie lieben. Mama, Pastinaken, glasierte Süßkartoffel, kein Bier. Jas, Feenrose, Plumpudding. Vincent, pinke Torte und Weintrauben, mag Vincent. Hast gehört? Pink Torte und Wein. Oh wow, es gibt was, was Vincent mag. Herr Mullner, Lauch und gebratene Pilze, Oma Mullner, Rübe und Tulpe. Könntest du einfach ins Wiki gucken. Wollen aber nicht, also ich will nicht. Blumentanz Buna! Ich begonnen. komm schon, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Nee, ich will hier nicht irgendwie Saft trinken zwischendurch. Wir haben Wolle gefunden. Cool. Irgendjemand muss hier unten noch Pastinaken ernten. Dann ernte doch Pastinaken. Vor oder nach dem Blumentanz? Oder sind noch Kartoffeln da? Ich mache jetzt erstmal Erdbeerwein, ja? Wie lange geht denn der Blumentanz? Wir sollten ihn nicht Bis 14 verpassen. Uhr. Standort 9 Felix? bis 14. Ja, wenn es bis 14 ist, dann kann ich ja noch den Steinbruch in aller Ruhe abernten. Du kannst gerne pflanzen, dann machst du Tiere und Pflanzen ab sofort, finde ich gut. Ich habe im Übrigen auch schon Sachen gepflanzt, Hat bei weil den ich weiß bald ja gar nicht gar aufhören, keine weil Aufgaben eigentlich mehr. fast die Daten ist. Ich muss ja Ehemann sein, ich muss mich gleich um meine Frau kümmern dann den ganzen Tag. Ich sitze erstmal mit deiner Frau auf den blöden Blumentanz. Dir ist Muss bewusst, dass deinen Männern das scheiß egal ist. depressiven Arsch mal Oh, ich hochkriegen, habe damit eine du klatschen. Sequenz mit Haley. Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass wir hier auf dem Blumentanz auf dich warten, wenn du eine Sequenz hast. Ich bin zum Strand runtergegangen. Der Ohne Stand ist Scheiß! falsch! Felix! Komm schnell her. Du hast noch 2 Stunden Zeit, sonst werde ich richtig böse. So, wo ist jetzt der Blumentanz? Links, unten, unterhalb unseres Links! Scheiße, ich muss erst ja ihren Mist finden. Ich habe einen violetten Pilz in der Müll gefunden. Wow. Ich geb dir gleich einen violetten Pilz ein. Ich mach dich noch zu einem violetten Pilz in dem Spiel. Ich dachte, wenn ich eh da vorbeikomme. Ich habe gerade meine Zwischensequenz für euch geskippt. So, Saisondeko, was kann ich hier kaufen? Löwenzahn, Narzisse. Gibt es einen Sammlervogelscheuch? Ich habe mir Sammlervogelscheuche kaufen. Nein. Schon Nein, passiert. Felix. Ich Hä? bin voll. Hey, hast du das Ich Rote Schieben bin geschafft? voll geil. Habt ihr die Sammlervogelscheuche schon geholt? Ja, habe ich gerade. Gut. Nee, nicht Lumi da bitten. Ach, geh mal weg, Lumi. Ich frage mich, ob Emily mit mir tanzen würde. Stimmt nicht. Du bist viel zu alt. Nein, ich will dich nicht. Wenn jetzt geh doch mal weg. Ich bin nervös. Ich versuche gerade den Mut aufzubringen, jemanden um einen Tanz zu bitten, ne? Ich mach es. Ups. Was? Jetzt habe ich ihn gefragt, ob ich mit ihm tanze. Ich mach es zu tanzen. Was hat er denn geantwortet? Nur so, nein, ich hatte vor, bei ihm anderen zu tanzen. Ich mag es zu tanzen, aber der Tanz hier wirkt etwas aufgesetzt. Den älteren Leuten gefällt er allerdings. Das ist schon geil. Ich Hammer, tanze mit okay. Haley. Hat die ja gesagt bei dir? Ja. Sehr Ich schön. wünschte, Pierre würde mehr Zeit mit der Familie verbringen. Wo bist du? Und Wo rennst du Lumi, jetzt mit wem hin, tanzt Lumi? du? Eines Tages werde ich die Blumenkönigin sein. Lumi, mit wem tanzt du? Ich tanze mit meinem Schatz natürlich. Das ist nicht Tanzschatz. fair. Warum kann ich nicht die Blumenkönigin sein? Also Vincent auch Blumenkönigin sein. Es liegt Liebe in der Luft und ich bin immer noch Single. Ist sie überhaupt nicht. Marnie sieht heute Abend bezaubernd aus.
Die haben es ganz viel abgesehen hier. Wie hast du denn den Obdachlosen? Nee, hab ich nicht. Hab ich übersehen. Lumi, steh im Weg. Oh, hallo. Es ist nett, dass du mit mir sprichst. Der Frühling ist schon fast vorbei. Zu schade. Ich übe gerade meinen Tanz. Er muss perfekt sein. Oh Gott. So ihr sagt noch mehr, ne? Echt? Ja. Ja, wenn ich dann nochmal angehöre, muss ich schon direkt fragen. Nein, ich will Ben nicht bitten, mit mir zu tanzen. Warum nicht? Nein. Ich war die letzten 5 Jahre Blumenkönigin und ich bin nicht bereit, den Thron abzutreten. Ich genieße ja, nur die Aussicht. Wer hat denn das gesagt? Heidi. Heidi? Also, nee, die Aussicht ist Alex. Die Aussicht ist Alex, genau. Ich arbeite schon seit einer Woche an diesen Blumenarrangements. Gefallen sie dir? Nein. Blumen? Ich kann sie kaum sehen. Es ist viel zu hell hier draußen. Lumi, geh weg! Ich will auch mit dem reden. Ja, aber ich weiß nicht, ob er jetzt zu Ende gesprochen hat oder nicht, weil du im Weg stehst. Da fällt mir ein Bürgermeister Louis, haben wir gar nicht erwischt. Das ist fertig. Nee, dem Louis sagt auch nichts, er fragt nur, ob er anfangen soll. Ha, alle diese Blumen verströmen einen süßen Geruch. Ja, Schatz, mit Abigail tanzen. Aber ich wollte mit... Was? Ich mache nur Spaß, natürlich tanze ich mit dir. Ich liebe dich. Ich wollte gerade sagen, wir sind verheiratet und sie zieht mich auf den Weg. Ich wollte mit jemand anderem tanzen. What? Wirst du heute tanzen, Lumida? Ja. Diese Frühlingstänze haben ihren Ursprung in alten Fruchtbarkeitsritualen. Hey, du solltest über sowas Bescheid wissen als Landwirt. Oh, du musst unbedingt mit dem Kent reden, das ist cool. Ah, dieses offene Feld, es macht mich nervös. Denk an etwas Positives, Kent. Denk an etwas Positives. Vielleicht zerstört vom Krieg. Ein bisschen. So ganz dezent. Welch ein Leben, oder Kind? Süßer Wein, ein plätschernder Bach, warme Luft. Habe ich schon den Wein erwähnt? Hast du Shane schon gehabt hier? Ich lese ihn ja nicht vor. Okay, dann lese ich ihn vor. Exzellente Soße. Oh, dieses grüne Zeugs ist scharf. Au! Hi, Lumida, schön, dich hier zu sehen. Hast du sonst jetzt schon alle durch? Noch nicht alle, bis auf mein Klasse. Ich werde es bis zum Ende auf. Für den Tanz habe ich mein bestes Hemd angezogen. Sowas passiert nicht alle Tage. Ich hätte meine Angel mitnehmen sollen, ja? Die Zeit für Frösche fängt langsam so richtig an. Weißt du was? Ich gebe zu, ich mag Blumen wirklich sehr. Wow, mehr macht er nicht? Geil. Ich bin, glaube ich, dann. So, Emily wird eigentlich nur zum Tanzen gezwungen, sagt sie. Ja, sie hat bei mir auch gesagt, dass ihre Mama sie dazu zwingt. Ich glaube, das hatte ich letztes Jahr schon gesagt. Ich frage ihn jetzt mal. Ich glaube, er hat keinen Bock auf den Tanz, aber vielleicht macht er es mir zuliebe. Du willst mit mir tanzen? Okay, ich freue mich schon darauf. Sebastian, tanz mit mir! Ja, aber wirklich... Sebastian, tanz mit mir. Okay, wollen wir tanzen? Ich glaube, ich möchte nicht mehr tanzen. Wobei, ich tanze nicht mit dir, von daher... Ich bin die Blumenkönigin. Ja! Ja, wir fangen an. Heute tanzen wir sogar alle drei. Und nicht miteinander. Ist doch gut. Also ich finde den Strampler von deinem ja ein bisschen komisch, muss ich mal so sagen. Dann finde ich das Blumenkleid besser. Das ist kein Strampler, das ist ein Anzug. Ja, bloß weil du keinen Sinn fürs Ziel Das ist ein blauer Strampler. Es ist ein Anzug. Ich finde es geil, wie wir einfach alle drei überhaupt nicht das machen, was man machen sollte. Mal gucken, wie viele Jahre das dauert, um das zu lernen.
Meinst du, wir machen das irgendwann sinnvoll? Nein. Das hat Spaß gemacht, Zeit nach Hause zu gehen. Es wäre lustig, wenn die Charaktere das irgendwann auch richtig hinkriegen und dann richtig cool, im Takt sind. Ja, aber das ist wohl, glaube ich, nicht so. Oder zumindest irgendwie zu einem zweiten Jahr oder so. Das richtig hinkriegen. Felix, auf AFKs hole ich mir noch irgendwas Süßes. Ach, Felix, ist immer noch AFK? Ach, nee. Jetzt ist er da. Aber ich hole mir trotzdem was Süßes. Wir sind unten, glaube ich, noch nicht fertig mit Ernten, oder? Ich habe vorhin mitgeholfen beim Ernten, ich denke schon. Das heißt, du hast mitgeholfen? Ja, ich habe halt mitgeholfen. Deine Aufgabe. Wird verkauft. Ich bin am Rad gar nicht. Ich freue mich nur darüber, dass ich mit meinem Schatz hier getanzt habe. Nee, Lumi dreht am Rad, da habt ihr schon recht. So sind Frauen, wenn sie verliebt sind. Naja. Moment mal, wo hast du jetzt den Blumenkohl hingetan? Ja, in die Dings. Aber da habe ich schon gerade meine Kartoffel reingetan, die letzte Dings. Da kommt Blumenkohl trotzdem raus. Okay, da ist eine Kartoffel einfach weg gewesen. Ich habe gewonnen. Nur weil du blöder Host bist. Pink-Vorteil. Ja, wirklich, Ernten lohnen sich jetzt nur noch Pastinaken, ne, heute. Du meinst Zähn? Mhm. Zähn. Jetzt ohne Scheiß legst du die ganze Zeit Kartoffeln nach mir rein, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich wollte dich nicht nach dir, du hättest mir... Egal. Ich mach jetzt eingelegte Kartoffeln. Danke. Eingelegte Kartoffeln, nom nom nom. Der Arzt sagt, ich komme durch, ja. An guten Tagen habe ich ein paar nützliche Sachen in den Mülleimer gefunden. Wir haben 1.30 Uhr. Ach, meinst du wieder zu spät, um mit Abigail ins Bett zu gehen? Ja, gehst du halt nicht mal früher, also direkt nach dem Abigail ist noch munter, what the fuck? Oh mein Gott, das sind die Mandelentzündungen. Ich mag es so gar nicht, vor allen zu tanzen, das ist so peinlich. Meine Mama zwingt mich dazu. Ganz viel Eis. Okay, ich habe das Gefühl, hier ist gerade ein Bug. Weil die hat gerade das Gleiche nochmal gesagt, wie es was auf dem Tanz sagt bei mir. Und die war noch munter und hat nicht geschlafen. Außer sie hat Albträume, das kann natürlich cool, auch sein. Ich kann jetzt irgendein Kristallarium herstellen. Ein Kristallarium? Ja, das ist Verdoppelungsding. Das, okay. Bist du, glaube ich, der Einzige, oder? Nee, Lumi hat da gerade was anderes gemacht. Die Lumi muss jetzt überlegen, was soll ich denn machen? Ich habe hier die Wahl zwischen Stallmeister und Hirte. Sie haben so viele Eier, ich nehme eher die Schafe, oder? Wie du willst. Also ich habe die Wahl, Tiere im Hühnerstall mögen, die schneller Brutzeit wird halbiert. Oder Tiere im Stall mögen, die schneller Schafe produzieren, schneller Wolle. Kenne ich mich nie aus, keine Ahnung. Ich mich auch nicht. Ich nehme die Schafe. Wir haben schon so viel Eier und Kram. Oh, scheiße. Das hast du jetzt wieder kaputt gemacht. Du bist runtergeschnitten. Diese Nüsse in Trachee, ne? Die sehen aus wie so Edelsteine. Das ist voll cool. Die sind mir schon leer, die Nüsse in Trachee. Ich habe mir, glaube ich, aufgehoben. Ja, ich hatte heute irgendwie, habe ich meinen Mittag vor mir hergeschoben und da habe ich die gemampft. Und ich sag, die sehen aus wie so Edelsteine. Voll hübsch. Lass mal mit Abigail reden. Huch. Gute Besserung, das schön. Hey, Ben, du gehst in die Wildnis. Ich hab dir was besorgt. Gebratene Pilze. Nice. Das ist wirklich geil. Benutz das, falls du in eine heikle Lage kommst. Das kann dich beschützen. Knutschi. Danke, mein Schatz. Und Zeit, dass ich auch heirate. Leben vom Land. Ich würde gerne über die berühmten Abenteuergilde in der Nähe von Pelikan reden. Der Gildenleiter Marlon hat ein nettes Belohnungsprogramm für jeden, der sich zur Monsterjagd in die Höhlen wagt. Abenteurer erhalten mächtige Gegenstände für das Besiegen möglichst vieler Monster. Dort hängt auch ein Poster mit weiteren Einzelheiten. Ziemlich cool. Und was sagt unser Wahrsager? Bei mir sind heute die Geister leicht verstört. Und Teil des Wolken mit einer leichten Brise. Erwartet eine Menge Pollen. Was denn? Erdbeeren, ich komme! Und ein paar ekelhafte Pastinaken. Sun is out here, overseas. Dark emotions ever torn so deep, falling down through the clouds on, feeling you. Keep on dancing.
Dann packe ich die halt jetzt hier oben rein. Dann machen wir die irgendwann später mal, wenn wir wieder Zeit haben. Nee, kannst du jetzt machen, ich bin fertig. Wir brauchen aber nur noch 12. Bist nicht so richtig fertig. Ich bin bei Erdbeeren, ne? Ich bin nicht bei dem, was du da machst. Ach so. Ich bin bei Erdbeersamen. Ich kenne das aber auch, wenn ich viel Zucker esse. Ich habe das Gefühl, schlägt mein Herz schneller. Du darfst nicht so viel an Sam denken. Sam war es gar nicht. Sam ist mir völlig egal. Er war das? Shane? Nein. Sebastian, verdammt. Boah, das ist echt peinlich. Also ich merke mir den Namen von deiner Schnatter wenigstens. Du bist mir halt. Du bist mir halt wichtig, aber mir ist halt egal, mit wem du zusammen bist. Ach, wir Idioten. Was denn? Wir müssen noch Hühnchen kaufen. Wieso wir reproduzieren die ganze Zeit die Hühner, die wir haben, und deswegen haben wir nur braune Eier, aber keine weißen. Tja, dann muss wohl mal Hühnchen verkaufen, glaube ich. Kann das sein? Kann sein, dass wir Nee, eins produziert noch. Also ja, weiß ich nicht. Muss mal gucken. Ja, wir haben so keinen Platz mehr für Hühnchen irgendwann, oder? Bin ich doof. Ja, nee, hast ja schon recht. Ja, dann einfach schon so eine halbe Stunde laufen müssen, um überhaupt zum Dorf zu kommen. Das klingt doch aber realistisch für ein Dorf. Findest du nicht? Ja, es ist realistisch, jetzt aber trotzdem. Ein Auto wäre halt mal was, ne? Ein Pferd. Ein Pferdchen. Ja. Auch recht. Aber ich hab jetzt nicht halt gesagt, weil ich ihn nicht spoilern wollte. Das sieht man ja schon in den Steam-Vorschau-Dingern, dass man ein Pferdchen kriegt. Was weiß ich, was man in der Steam-Vorschau sieht, was für dich nicht Spoiler ist? Also, dass man ein Pferdchen kriegt, wusste ich schon. Es gibt ja auch einen Stall, den man sich bauen kann. Den habe ich auch schon gesehen. Schöne Schiffbar. Ich gehe noch ein bisschen im Ozean fischen. Vom schwarzen Brett. Ja, Felix steht hier rum mit lila Pilz auf dem Kopf. Geil. Lila Pilz auf dem Kopf. Ja, der hat wirklich einen lila Pilz auf dem Kopf. Ein lila Pilz, ey. Okay, keine von den Faschiers mehr. Es wird schon Abend, also nächsten Abend muss ich in den Zundersaftwald gehen und dann, ne? Dann geht's halt, ja. In der Zundersaftwald. Der ist. Unten müsste er sein. Ich verstehe mich wahrscheinlich mit seiner Familie zu gut. Du sollst ja nicht die Familie anmachen, sondern ihn. Die mögen mich halt alle, was soll ich denn machen? Gemeiner sein. Ja, Nico, soll ich eigentlich die Köder hinhauen? Die was? Köder. Packst in die Fischtruhe. Okay. Stimmt, die hole ich mir gar nicht jeden Tag. Naja. Ich habe ein Heilbutt geholt. Ja, toll, jetzt weist mich der Vater wieder drauf hin. Das hatte ich doch schon mal, dass mich der Vater drauf hinweist, dass ich Maru nicht scheiße behandeln soll. Ich will aber nicht Maru, ich will Sebastian. Aber du hast anscheinend zu sehr Maru angemacht. Ich habe Maru gar nicht angemacht. You are sending mixed signals. Wir erwarten Pia. Der Händler, den wir mal holen. Wo wir unser Zeug kaufen. Wann darf ich mein Haus groß ausbauen? Die Maru ist lesbisch, ich will Wenn die aber... Wenn wir den Stall auf der höchsten Stufe haben, dann darfst du das machen. Und wann haben wir den Stall auf der höchsten Stufe? Noch nicht jetzt, jetzt haben wir den ersten auf der zweiten. Ich wollte zu Sebastian. Und warum arbeitet da noch niemand dran an der höchsten? Na, ja, weil der ja erstmal jetzt gebaut wird, der mittlere. Achso, der wird ja jetzt... Achso, der ist schon fertig. Musst du mal gucken, wenn da noch so ein Bauschild davor ist, dann baut die noch dran. Stall war links unten bei uns, oder? Stall war Mitte. Mitte? Kommt auf den Stall an, der große eine ist Ding, wo die Kühe drin sind. Du kannst jetzt nur reingehen und gucken, ob Kühe drin sind. Wenn Kühe drin sind, ist es der Stall. Das weiß ich, welches Bauschild du meinst. Wir müssen endlich mal mit Abigail schlafen gehen. Kann ich dir eigentlich, wenn die hier pennt, ansprechen? Ich hatte heute einen guten Tag. Hier passiert immer etwas Interessantes, wenn du die Augen offen hältst. Okay. Was musste ich für Mario reintun? Einfach ein Ei. Hm? Einfach ein Ei. Ein Ei. Ihr habt noch 2 Perlen drin. Warum? Zum Verschenken, zum Aufbewahren, zum Verschenken. Wo ist denn das Problem? Ganz großes Kino. Wo ist dein Problem dabei? 6 Perlen sollten wir aufheben, insgesamt. Ich weiß nicht, was du mit 6 Perlen willst, aber die würde ich nicht verschenken.
auch gerne Frauenperlenkette verpassen, ne? Was? Ich würde meiner Frau gerne eine Perlenkette verpassen? Wollen wir dann nochmal in die Wüste gehen, in die Wiener? Zu dritt? Können wir machen. Wenn die Geister gut sind, ja. Tatsächlich finde ich Perlenketten an Frauen gar nicht so unattraktiv. Kennst du den Ausdruck echt nicht? Ich kenne Perlenketten nur als Perlenkette um Hals.